Okay, komm, Alter, scheiß drauf. Der Golem kommt, oder kommt er tatsächlich? Mein Drache ist im Aggressivmodus. Oh ne, da ist ein Turret Tower! Weg, schnell, weg, schnell, weg, schnell, weg. Ein Drache ist hinter unserer Base, über dem Berg. Sind alle auf fucking High-Level-Drachen, ne? Oh, guck mal, wenn ich da hab. Pitti hinten gepickt. Pitti hinten gepickt. Die wollen einen Golem über die Wand setzen. Jawohl, der killt das. Na komm, Golem. Wollte der einen Golem über unsere Base werfen? Tschüss, Golem. Wo ist er hin? Sieht einer, wo der hin ist? Hat einer gesehen, wo der hin ist? Hä? Ah, guck mal da. Warum ist dir das so wichtig? So wichtig? So wichtig? Okay, komm. Das nehmen wir auch mit. Dum, dum, dum. Aua. Das hat mein Team hat aber einen guten Hit gegeben. Der Golem hat gut kassiert. Drei Raketen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich muss gleich Raketenwerfer tauschen. Boah, der ist fast tot. Der Drache ist fast tot. Der eine Drache ist fast tot. Die Whip hätte ich mitnehmen sollen. Ein Büffern down, nice. Ein Büffern ist down, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön gemacht. Zwei Drachen noch. Die oh, zweite ist auch schon gut blutig. Ich würde schätzen, Hälfte HP. Hab leider nicht gesehen, wie der erste down gegangen ist, aber das müsste der gewesen, der vor uns war. Sag mal bitte, der Quetzel soll mir hinterherfliegen. Ich fliege den einem, ich lasse jetzt den Drachen nicht los, hier den Büfern. Ich lasse ihn nicht los. Obwohl, ich habe den jetzt schon losgelassen. Die sind, einer davon ist bei der Base. 188 Level, also Level 188. Hm. Ich sehe gerade Fox an der Base. Bei T-Rex mit einem Parasaurus. Ein Bitte steht oben am Dach. Und die versuchen halt dementsprechend immer mit dem Quetz bis in die Turrets zu denken. Sag an, Muka, was soll ich machen? Wir werden uns jetzt voll und ganz erstmal auf die Vivans konzentrieren, solange die Vivans. Ja, ja, sobald, können, wenn die down tanken. Sind, können wir erst richtig go machen. Ja, ja. Die Vivans müssen down gehen. Wir müssen uns irgendwie auf die Vivans konzentrieren. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass
die jetzt sich nicht mehr raustrauen, also die kommen nicht mehr raus. Ja, gerade. Ja, sobald die irgendwas aufmachen, sofort. Immer schön die Vögel absnipen durchgehend. Dein Vogel wird ein bisschen abgeknallt, Mucka. Echt? Der hat gerade einen Headshot passiert. Ich wollte gerade nur cool. wegfliegen. Dankeschön, habe ich nicht mitbekommen. Ich krieg den nicht. Dieses scheiß Fahnenkreuz nervt übertrieben. Ist der wie von drin oder draußen? Heute ist draußen. Einer ist hinter der Base, der fliegt hinter der Base zwei. Entlang. Zwei sind hinter der Base. Ich versuche mal hinter denen jetzt zu bleiben. Ich warte auf einen passenden Moment, bis die mal scouten oder so. Und dann grab ich den weg. Uiuiui. So, jetzt seh dich, Mucka, pass auf. Nein, ich hab nicht so viel Leben. Ich geh mir ein paar Agentavisse töten, ich brauch Frischfleisch. Nein, ich snipe immer den Feuerdrache an. Ja, das ist gut, das ist der stärkste von denen. Muss halt nur aufpassen, die fliegen enorm schnell. Oh fuck, die tanken schon unten mit dem T-Rex. Ich versuch den Fahrer herunter zu snipern. Ja, das ist so gut wie unmöglich. Ich hab. Oh nein, ich hab keinen Driver. Fuck. Doch, ich hab einen Driver von einem runtergedings. Ah nee, ich hab unseren, oder? Oder hatte ich einen Driver? Ich bin mir nicht sicher. Doch, doch, doch. Wir hatten einen Driver von denen. Ein Drache von denen. Golem komm, aufpassen. Wir brauchen jetzt unseren. Die Gremlins im Nacken. Golem steht so offensiv, dass wir damit schmanken können, aber wird zurückgepfiffen. Ich habe gerade gesucht, ob ich irgendwie mich hinhocken kann, aber die Drachen sind halt echt. Wow. Schon das zweite Mal den gepickt bekommen. Ist das unsere Base, die da aufgebaut wurde? Ja, ne? Weiß es nicht. Ja, das ist unsere Base. Okay, dann snipern wir mal gegen. Ich hab den. Oh, Pity gekillt. Nice. Wir haben kein Pity mehr. Der hat auch einen Hit. Der hat Beine gebrochen, aber ich kann ihn nicht finishen. Foxy down. Oh, der Drache blutet schon, oh Gott. Jo. Ey, der eine Drache. Das ist ein Drache halb auf K.O. Ich würde ihn so gern grabben, aber geht nicht. Ja, wo stellt er sich denn auf K hin? Den gönn ich mir doch. Schön in den Kopf mal ballern. Ich glaube, da sitzt keiner auf dem Feuerdrachen drauf. Da saß die ganze Zeit keiner drauf. Wieso haben die nicht drauf geballert? Doch, sieht schon einer drauf. Ja, aber eben nicht, der ist kurz abgestiegen. Ja, wir müssen jetzt unten versuchen, Generator zu bauen. Einfach Generator und dann einen Turm aufzustellen. Auf Only Wild Dinos. Meinst du, ich kann hier hin? Die machen das sehr gut, die Jungs. Ich versuche den Golem und den toten Winkel zu finden, wo ich den mit Bazooka beschießen kann, aber das geht nicht. Nee, unsere Leute machen das sehr, sehr gut. Callst du, wenn die Drachen losfliegen? Aber wichtig, dass die noch nicht, die dürfen noch nicht hier sein. Ich sehe mal keinen Drache mehr. Headshot? Ja, der hat kein Heil mehr. Fuck, ich hab keine Shadow Sticks, das wäre schön, ne?
Links von hinter uns Pittys, die versuchen die Sniper zu grabben. Ah ne, ist unser. Die können nicht so viel Metall auf Lager haben. Die haben ja kein Quetz. Einer steht am Bein. Okay. Ich versuche ja, die wollen die Sniper grabben. Wir müssen gucken. Ich versuche auf der anderen Seite jetzt von hinten. Wir haben kaum Muni mehr, das bringt nichts. Ja, sonst holt ihr Muni. Soll einer hier hintransen auf dem Bett mit 1200 Muni? Was? Nochmal. Dann soll einer von drüben hier hintransen. Der kann jetzt zum Dino belisten, dann mit 1200 Muni. Wir hören alle nicht zu, keine Ahnung. Klappt schon, machen wir. Okay, der T-Rex ist gut am Tanken, sehr gut. Jo, der hat Mastercraft. Boah, Alter, unser T-Rex ist down, wir können da hingehen. Du. Nächsten T-Rex holen. Nicht so einfach deinlaufen mit den T-Rexen, bitte.